Händel ist 17 cm lang und wird um 15 cm ausgelenkt. Wie hoch ist es dann? So, wir schauen uns die Situation im Kreis an. Und diese Länge hier ist 17. Und das Pendel wird hier in den Punkt A ausgelenkt. Hier ist immer noch 17. Und hier ist die Auslenkungsbreite 15. Und hier ist die Länge H. Das heißt, diese Länge H ist gesucht. Und das heißt, ich rechne hier erstmal diese Länge aus. Die ist dann 17 minus H. Und ich kann dann in diesem Dreieck, den Satz von Pythagoras anwenden. Der lautet wie folgt, die Hypotenuse ist 17 und das ist gleich 15 plus 17 minus h zum Quadrat. So, und jetzt muss ich diese Gleichung versuchen zu lösen. Dazu multipliziere ich das erstmal aus. Die 17 Quadrat ist 289. Die 15 Quadrat ist 225 plus, jetzt hier muss ich binomische Formel anwenden, das ist 289 plus, minus, das hier gibt dann 34h plus h Quadrat. So, und das ist eine quadratische Gleichung und die quadratische Gleichung muss ich mit der Mitternachtsformel rechnen. Dazu ziehe ich erstmal die 289 ab. Ja, dann fällt das gegen das weg und es bleibt übrig h² minus 34h plus 225 gleich 0. Und dafür müssen wir dann die Mitternachtsformel ansetzen. Hol ich mal Taschenrechner. Das heißt, es gilt h12 gleich 34 plus oder minus die Wurzel aus 34 im Quadrat. 34 im Quadrat und das ist die 1156 minus 4 mal a, a ist 1 mal c minus 4 mal 225 und das gibt minus 900 geteilt durch 2. So, 1156 minus 900 ist 256. Ich habe also 34 plus oder minus die Wurzel aus 256 halbe. Die Wurzel aus 256 ist 16. Das heißt, ich habe 34 plus oder minus 16 halbe. Und das heißt, es ist 34 minus 16. Das ist 18 geteilt durch 2 ist 9. Also H1 ist 9. H2 ist 34 plus 16, ja, das ist 50, halbe ist 25. H2 ist 25. So, und jetzt ist die Überlegung H1 gleich 9, das ist okay, also diese Länge scheint wohl 9 zu sein. Die Frage ist, ist die 25 jetzt möglich oder ist die nicht möglich? Und die Antwort ist ja, tatsächlich, die ist möglich. Die 25 ist nämlich der Punkt hier oben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Pendel so hoch schwingt, dass es über diesen seitlichen Punkt hinausgeht und damit habe ich eine zweite mögliche Höhe. Also beide Höhen sind möglich. Also daraus folgt, es gibt zwei Lösungen, H1 gleich 9 und H2 gleich 25.